Okay, hier das Türchen machen wir mal zu. Nicht, dass irgendwelche Halunken, also in Tierform diesmal, da auf uns lauern und uns das Ganze wegfuttern. Apropos Futtern, ich wollte hier auch was zu futtern reintun, ne? Hatte ich ja vorgehabt. Das verrottete Fleisch bleibt hier. Ach ja, die Rosen wollte ich da reintun. Die Rose. Ach komm, wir können uns natürlich noch einen Scherz erlauben. Den Setzling tun wir mal hier rein. Auf jeden Fall die Blume da tun wir mal rein. Denn wir waren doch gerade bei den Schafen. Hätten wir eigentlich alles machen können. Moment mal, da brauchen wir noch, genau. Und zwar brauchen wir Rosenrot dafür. Was natürlich auch, was natürlich in Gelb geht, wird natürlich dann auch in Wunder, wirkt dann auch wunderbar in Rot. Achtung, ein rotes Schaf. Kommen aber gleich zwei, weil es so schön ist. Komm mal her. Du noch. So. Und weil wir noch keine rote Wolle haben, die ich übrigens sehr toll finde. Nein, bleib stehen. Du weißt, dass ich dich schälen möchte, oder? Wir können auch wirklich demnächst einfach mal. Ach, Alter, ich kann ja immer nur noch. Gibt es eigentlich auch noch so eine Schermaschine? Automatische Schermaschine, damit wir uns das auch nicht jedes Mal anheizen müssen, dass wir hier durchwaschen und hier die. Ich glaube, wir haben erstmal Schafe genug, oder? Ich glaube, wir haben Schafe genug. Habe ich gerade mal so entschieden. Lass mich mal raus hier. So, Dankeschön. So, jetzt packen wir erstmal wieder die Sachen in die Truhe. Denn ich habe nämlich überlegt. So, wenn wir nämlich hier jetzt mal gucken, wir könnten ja auch rote Wolle hin tun. Dann wird das so ein kleines Puff-Puff-Zimmer. Puff-Puff-Puff-Zimmer. Da ist mir natürlich erstmal. Wir können natürlich auch. Ja, warte mal. Das geht natürlich auch. Wir können das Ganze ja zweiteilig machen. Dann wird das ein schönes, kunterbuntes Kinderzimmer. Passt ja zu mir. Im Herzen bin ich immer noch Kind. Groß ist, wer im, war im Herzen Kind. So und so. Ah, dann machen wir hier dann noch. Ja, genau. Ja, dann machen wir hier nämlich nochmal rot und da hinten machen wir nochmal gelb und hier das machen wir auch noch ganz schön. Juhu! Wunderbar. So, ich wollte noch schnell das in die Touren packen. Hatte ich ja gesagt, ne? So, ach guck mal, da haben wir noch die gelbe Wolle, die können wir noch da rein tun. Jawohl, die weiße Wolle können wir da rein tun. Wir können natürlich auch einfach machen und jetzt auch hier die weiße Wolle dann färben, wenn ich weiß, wie es geht. Aber, ich finde es lustiger, wenn die Schafe dann, die schon bunt sind. Und ihr seht ja, das geht ja auch relativ fix, wenn ich hier bedenke, wie schnell wir hier einfach mal die gelbe Wolle da bauen, gebaut haben. Das hat so ein bisschen was von, weiß nicht, als würde der Boden hier unheimlich heiß sein. Heiß, 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 heiß. Bin noch ein bisschen skeptisch, aber ich glaube, wenn wir das hier noch so schön machen. So, dann liegen wir hier im Bettchen. Ja, das wird ganz schön. Hier die rote Wolle, da die gelbe Wolle, das wird toll. Okay, so jetzt bringen wir aber endgültig mal hier in die Truhen. Was habe ich denn noch auf Tasche? Ach, das Glas. Glas wollte ich auch noch bauen. Ich mache erstmal hier fertig. Moment. Ja, es ist spät. Habe ich das eigentlich schon erwähnt? Ich glaube, so ein, zweimal bestimmt. So, Apfel können wir reintun. Dann, jetzt können wir eigentlich mal die Rosen da reintun. Wassereimer. Eimer. Sehr schön. Pilz haben wir noch auf der Tasche. Ja, gut. Und dann können wir das Löwengelb können wir mal dahin tun. Und das Rosenrot. Ach, haben wir schon verbraucht. Jawohl, wir haben ja zwei Schafe gefärbt. Dann ist das nämlich auch erstmal weg. So, haben wir noch was in der Truhe hier? Jawohl. Was brauchen wir denn neu? Wir brauchen auf jeden Fall. Wir brauchen auf jeden Fall ein neues Werkzeug. Und zwar eine Axt brauchen wir. Zwei. Zwei. Ich sorge mal dafür, weil sowas ist, dann, dass ich dann auch direkt immer neues Werkzeug kriege. So. Prinzip können wir dann eigentlich auch noch. Hat ja keiner gesehen jetzt. Achtung. So. Machen wir noch eine Schaufel zusätzlich. Kann ja nicht schaden, die geht ja eh immer schnell kaputt. Ob's jetzt, ne? So, Knüppel aus dem Sack. Ich wollte mich eigentlich gerade schlafen legen. Aber, was ich natürlich auch gucken wollte, wie das Ganze von oben hier aussieht. Also, ach, guck mal da. Das sieht natürlich jetzt ein bisschen lebhafter aus. Ne? Wenn ich jetzt mal so rüber gucke, da ist die kleine Fischerhütte, obwohl ich ja gar nicht mehr so klein, wenn ich das jetzt so bedenke mit dem Dach. Aber mir gefällt sie trotzdem sehr gut. Und jetzt gehen wir mal hier rüber und gucken uns mal unser. Boah, Heidewitzka, ey. Unsere kleine Farm ist auch nicht mehr so klein.
Kühe alle in eine Ecke. Was machen die denn da? Spielen die blinde Kuh oder was? Haha, blinde Kuh. Mensch, Mensch, Mensch. Und hier. Unsere Schafe. Bunte Mischung, würde ich sagen. Wenn wir Lapis Lazuli kriegen, dann können wir uns also auch noch ein blaues Schaf machen. Und ja, wir können uns die auch noch separieren, wenn ihr wollt. Aber im Prinzip finde ich das ein bisschen übertrieben, wenn wir jetzt noch jedes einzelne Schaf hier farblich irgendwie so... Ne? Muss nicht sein, finde ich. Hier, das Zimmer werden wir jetzt demnächst noch machen. Wir werden auch mal ein Dach drauf machen. Haben wir gesehen, Dach funktioniert ja super. So, hier kommen wir da auch schon gut rein. So, das haben wir vor. Vielleicht machen wir auch noch so einen Überhang, damit wir hier auch mit dem Balkon nicht nass werden. Ich mag nämlich ganz gerne überdachte Balkone. Hier das Zimmer, das machen wir noch ganz schön. Da machen wir noch Fenster rein. Und so weiter und so fort. Hallo Hundis, na, wie geht es euch? Ich habe noch Fleisch dabei, da können wir uns noch ein Hundi mehr machen. Wir machen uns hier richtige Horde. Horde Hunde. Die wilde Horde Hunde. Guck mal hier. Einmal. Einmal. Zweimal. Ja, bloß du hast jetzt alleine das gefressen. Du Fresssack! Mensch! Das war für beide gedacht. Ach, was soll's. Okay, beim nächsten Mal, ja, doch. Oder? Hab ich jetzt beide erwischt? Nee. Ich hab nur den einen erwischt. Du bist ein Fresssack. Du bleibst hier. Du bleibst... Nee. Ich schieb dich mal wieder schön zurück hier. Komm mal her. Schön in deinen Zwinger. Ich bin eigentlich immer grundsätzlich gegen Zwinger. Aber wir werden auch, wenn wir Hühner haben, auch eine Legebatterie machen. Gegen die ich natürlich auch grundsätzlich bin. Ich finde, ein Hund gehört nicht unbedingt in den Zwinger, dass er da seine Zeit sich selbst vertrödelt. So, geh mal rein. Ja. So, feine Hundi. Aber im Endeffekt, ach komm, dann können wir gerade noch den Zuckerrohr da hinten abernten und ein bisschen weiter pflanzen hier. Wollte ich nicht aufgenommen, Aufnahmepause gemacht haben? Ich glaube ja. Hatte ich mir selbst so als Ziel gesetzt. Jetzt bin ich schon wieder 2 Stunden am Aufnehmen, obwohl ich eigentlich grundsätzlich immer nur... Hoppla, habe ich ein bisschen viel abgetragen hier. Obwohl ich eigentlich immer nur so gesagt habe, ja, nimm nur Stunde auf, anderthalb maximal, sonst ist das alles zu viel für dich. Aber wenn man einmal in Fahrt ist, und das ist halt bei Minecraft manchmal der Fall, dann ist das, ja, kann man, lässt sich das nicht vermeiden. Dann ist man einmal dran und baut dann hier und baut dann da und baut dann tralala. Und dann ist man eben schnell, ups, dann ist man eben schnell mal so 4-5 Stündchen rum. Natürlich nicht. Also normalerweise im Regelfall, im Regelfall baue ich dann immer so, ja, nehme ich dann immer so eine Stunde, anderthalb auf, maximal, aber jetzt bietet sich das gerade an. Deswegen habe ich gedacht, komm, mach's jetzt mal. So, Zuckerrohr. Wir müssen uns auch irgendwann mal ein Büchlein machen. Also wir kommen auch noch zu den Dingern, wenn es dann heißt, wir packen uns mal einen Kuchen und wir bauen uns hier dies, wir bauen uns das. Ja, wenn wir Fenster haben wollen, dann müssen wir das darin bauen, glaube ich, ne? Ich gehe nochmal raus gerade. Tut mir leid, dass ich gerade ein bisschen hin und her laufe. Dann gucken wir hier auf unsere kleine Farm. Das ist natürlich auch nicht so prickelnd, ne? Ich meine, wir können das Schlafzimmer auch nach oben verlegen. Das ist auch alles kein Thema. Dann können wir dann hier auf diese tolle Sumpflandschaft gucken. Oder wir gucken auf die Berge. Müssen wir uns noch überlegen, wie wir es machen. Vielleicht machen wir es einfach hier. Damit wir uns immer schön in die Richtung hier gucken können. Naja, also von der Gegend her muss ich ganz ehrlich sagen, dass diese Sumpflandschaft gefällt mir nicht so gut. Aber ich glaube, das habe ich auch schon mal erwähnt. Und das heißt, hier werde ich auch noch was draus machen. Was das sein wird, das erfahrt ihr auch demnächst. Aber, wie gesagt, demnächst. Jetzt möchte ich erstmal wirklich eine kleine Aufnahmepause machen. Es ist schon spät. Und ja, ich hau mich da erstmal aufs Ohr. Also jetzt in Real Life. Wünsche allen eine gute Nacht, einen guten Morgen, einen guten Tag. Je nachdem, wie gesagt, wann ihr die Sachen immer guckt. Hier, mit Ausblick auf unsere kleine Farm, unser kleines Feld. Ihr seht alle, es wächst und gedeiht. Ich bin froh, dass es wirklich so wächst und gedeiht, wie ich mir das mal vorstelle. Das eine oder andere muss ich noch ein bisschen verschönern, wieder neu machen. Und, komm, wir laufen, machen mal schnell zu unseren Punk-Schafen. Ja, wir werden uns auf jeden Fall vieles nochmal abreißen müssen, neu bauen müssen. Aber das sind alles Schönheitskorrekturen. Hier unsere Punk-Schafe, die sind auch hier ganz wild und wuschig. Ja, ich glaube, das reicht auf jeden Fall. Ich habe hier eigentlich so... wenig weiße Schafe, ne? Muss ich gerade feststellen. Hier sind ein paar weiße. Ja, sollte ich vielleicht nicht dann färben unbedingt. Naja, auf jeden Fall, wir werden noch ein bisschen umbauen müssen. Jetzt das hier oben wird noch wirklich richtig gemacht. Das heißt, wir müssen hier das dann wieder rausmachen, das Ganze nach hier verlagern und so kleine Feinheiten. Die werden zwischendurch gemacht.
Also, wenn ihr irgendwas wollt, machen wollt, dann lasst es mich wissen. Ich bin, wie gesagt, für jeden Schandtat zu haben, was Minecraft angeht. Und von daher wünsche ich mir immer wieder schön von euch fleißig Kommentare. Und in diesem Sinne, jetzt wieder zu den Punkschafen. Wir sagen alle Tschüss. Sag mal Tschüss. Sag mal Tschüss. Ja, Tschüss. Tschüss, lieber Zuschauer. Ach komm, hier, das ist einmal gestreichelt. So. Tschüss, lieber Zuschauer. Und bis demnächst zu einer neuen Folge von Let's Play Minecraft mit LomDomSilver. Bis dann. Ciao.